Herzlich willkommen zur Prognose für die Open, für die Olympia 2023. So, dann sagen wir mal was zum Roman Fritz. Ja, hat sich diesmal für die Olympia qualifiziert in der offenen Klasse, was ich auch sehr gut finde, dass da endlich mal auch ein Deutscher dabei ist, nach 8 Jahren jetzt oder sowas. Also er hat sich auf jeden Fall verbessert, er hat an sich gearbeitet, nach allem, was er die letzte Zeit überstanden hat und trotzdem so brutal zurückgekommen ist. Der sieht schon sehr gut aus, aber in der offenen Klasse, da fehlt noch einiges an Muskulatur im Oberkörper, vor allem im Rücken, im Brustbereich, Arme. Also die Beine, mit denen kann er mithalten, mit dem Beuge und mit der Beinrückseite. Aber wie gesagt, im Oberkörper, da fehlt noch einiges an Fleisch. Er kommt mit einer sehr guten Form, das wissen wir ja, er wird knüppelhart kommen. Aber für die offene Klasse da jetzt in die Top 15 zu kommen, das wird ganz schwierig sein. Also ich wünsche ihm auf jeden Fall, dass er das Beste halt rausholt, was er rausholen kann. Das kann er auch. Der ist auch selbstbewusster jetzt auf der Bühne geworden, viel selbstsicherer. Der postet jetzt gut, das sieht auf der Bühne so überzeugend aus, das macht er super gut. Aber wie gesagt, in der offenen Klasse, da fehlt noch einiges an Muskulatur im Oberkörper. Ich glaube nicht, dass er da jetzt unter die Top 15 kommt. So, dann kommen wir jetzt zu der offenen Klasse halt hier im Bodybuilding. Prognose für die Olympia. Jetzt haben wir den Hadi Choban hier. Er gefällt mir schon sehr gut. Im Rückenbereich gefällt er mir halt nicht so, weil er dann ziemlich weich ist. Im Doppelbizeps von hinten. Aber ansonsten von vorne die Most Muscula und die seitlichen Posen, die sind so brutal. Aber ich glaube nicht, dass er dieses Jahr den Titel holen wird. Ich sehe den dieses Jahr eigentlich auf Platz 3. Dann haben wir hier den Derek. Also der hat ganz schön Gas gegeben. Muss man echt sagen, er ist so fokussiert. Er gibt alles. Das ganze Jahr hat er Gas gegeben. Richtig, hat sich verbessert. Wenn man sieht, kommt von 2012 und jetzt ist er so. Also den Derek, so wie ich jetzt das hier letzte Zeit beobachten konnte, das ist auf jeden Fall Kandidat für den Sieg. Also den sehe ich auf jeden Fall, ich persönlich, auf den ersten Platz. Ich denke, der wird das Ding machen dieses Jahr. Erste Derek, zweite Samson Dauda und dritte halt Hadi. Also Samson hat auch riesen Schub gemacht. Der ist ja bei Miloš Sarčev, das ist auch sehr guter Athlet. Ich denke, wenn er ihn richtig hart bringt, richtig in Form bringt, es könnte nur daran liegen, dass er nicht vielleicht einen zweiten Platz macht, dass es vielleicht an der Härte liegt, dass er nicht hart genug kommt. Aber auf jeden Fall, den sehe ich auf Platz 2, Hadi auf 3. Und eigentlich hätte ich den Nick Walker auf 4 jetzt gesehen, aber er hat sich ja den Hamstring quasi abgerissen. Und ja, der ist dann jetzt auf jeden Fall aus dem Rennen draußen. Also wie wir das mitbekommen haben, der Nick Walker, der hat so hart gearbeitet. Ich meine, das ist alles Geschmackssache bei diesem Athleten, ne? Der hat echt viel Muskel, es geht eigentlich auch um Muskel, das ist ja Bodybuilding. Der hat jetzt nicht die schönste Linie, da hat er die Krampfadern und so. Aber der hat richtig hart geackert und richtig gut ausgesehen. Was Muskel betrifft, ne, hat er echt viel und er hat auch an seiner Linie gearbeitet. Ich habe auch gesehen, dass er auch seine Mittelpartie verbessert hat, dass er die Schwäle bekommen hat. Und dann, jetzt hat man das Video dann gestern uns angeguckt, wo er dann erzählt hat, dass er dann nicht mitmacht. Das hat uns auf jeden Fall auch so ein bisschen leid getan, weil er da zum Schluss noch so geweint hat und so. Also man merkt schon, was für eine Leidenschaft dahinter steckt. Weil er hat sich selber so, denke ich, auf Top 3 gesehen. Ja. Also ich habe ihn eher auf den 4. Platz gesehen, aber ich denke, dritte wäre vielleicht sogar auch möglich. Top 3, Top 4, also ich habe ihn persönlich auf den 4. gehabt. Was auch sehr großer Erfolg ist bei der offenen Klasse in der Top 3 oder Top 4 zu sein, bei der Besten der Welt, weil der Standard ist momentan so groß. Das sind so viele gute Athleten, ne? Das ist ja wirklich ärgerlich, dass das eben jetzt passiert ist, dass er sich an den Beinbeuger abgerissen hat. Ne? Aber auf jeden Fall ein fleißiger, ein fokussierter, ein sehr guter Athlet, der da auf jeden Fall voll mit Leidenschaft dabei ist. Das hat man auch gestern, habe ich das in dem Video auf jeden Fall gesehen. Schade, echt schade. Das tut mir echt leid für ihn. Andrew Jacket, ja, ich denke dann 4. und 5. Ja, vielleicht denke ich Brandon Curry, wenn er die Beine ein bisschen verbessert von vorne, weil die Doppelbizeps von vorne, die sieht brutal aus. Vor allem seine Oberarme, sein Bizeps, das sieht so mega gut aus.
Aber die Beintiefe, die ist halt ein bisschen schlecht bei ihm. Wenn er das ein bisschen besser hinbekommt, also da sehe ich ihn da auf Platz 5. Hunter Labrada, den dürfen wir auch nicht vergessen. Der sieht sehr gut aus, aber der wird ganz schwer haben, da in die Top 5 zu kommen. Ne? Der wird dann eher 6, der schätze ich. Und Regan, ja, Regan, genau das gleiche wie bei Samson, Dauda, er muss härter kommen. Ne? Wenn er richtig hart kommt, dann kann er in die Top 10 kommen. Ansonsten vielleicht so ab Platz 11 oder sowas. Aber das ist auch ein Kandidat für die Top 10, wie auch der Grigio. Der sieht auch sehr gut aus. Also ich denke, das ist auch ein Kandidat für die Top 10. Das haben wir hier eigentlich alles jetzt. Ja, der Bigrami, glaube ich, der wollte auch wieder mitmachen. Der ist, glaube ich, dieses Jahr nicht dabei. Also Bigrami, was soll ich sagen? Ich würde sagen, seine Zeit ist gewesen. Ne? Als Sportler quasi, als Bodybuilder quasi. So für die Top 5 oder so. Also den hätte ich nicht jetzt, auch wenn er mitgemacht hätte, den hätte ich nicht mehr unter die Top 5 gesehen. Ne? Also ich denke, ob er da nochmal irgendwie an seinem Erfolg, an dem Mr. Olympiatitel anknüpfen kann, das, ich glaube es persönlich weniger. Das sieht schlecht aus. Ja. Also die Top 5 für die Olympia 2023, Orlando, erste Derek, zweite Samson, dritte Hadi, vierte Andrew Jack, fünfte Brandon Curry, sechste Labrada. Und was glaubt ihr, wer da jetzt die Platzierung macht, wer gewinnt? Könnt ihr gerne unter die Kommentare schreiben, wie ihr das Ganze seht. Das ist alles nur Spekulation. Man spekuliert über die Sachen, man redet drüber. Und es würde mich mal interessieren, was ihr darüber denkt. Was denkst du, wer wird eher nicht überzeugen können? Also überzeugend zum Beispiel jetzt, wenn der Bigrami mitgemacht hätte, da hätte ich gedacht, okay, der überzeugt jetzt nicht mehr. Ne? Das würde ich dann so unterschreiben. Aber ansonsten, wenn die Athleten alle in Form kommen, es geht eigentlich alles um die Tagesform. Da geht es nur um 1% oder 0,5% Verbesserung oder Verschlechterung. Die Leistungsdichte, die ist so nah beieinander. Wenn du da ein bisschen einen kleinen Fehler gemacht hast, dann bist du nicht mehr unter die Top 5. Ne? Also ich glaube nicht, dass da jemand jetzt hinkommt und der dann voll daneben ist, der da die Form nicht gepackt hat. Weil das ist schließlich sind das Profis, das sind sehr gute Profis, das sind weltweit bekannte Profis, die leben auch davon. Das ist denen ihr Job und da müssen die auch abliefern. Und die haben auch sehr gute Coaches und die haben sehr gute Betreuer, Berater und sowas. Also ich denke nicht, dass sich da jemand von denen leisten kann, jetzt die Form zu vermasseln oder so. Also ich glaube nicht, dass da jemand irgendwie nicht jetzt überzeugen kann oder so. Oder in ganz schlechten Form kommt. Andersrum gefragt, was denkst du, gibt es einen Geheimtipp für die Open? Also so wie ich das hier beobachten konnte, ich habe keinen gesehen, der da jetzt irgendwie, wie damals der Ronnie Coleman auf einmal die Olympia gewonnen hat, dass da jetzt irgendwie so Überraschungsathlet kommt und alles dann weghaut und sowas. Also ich sehe da keinen, der von den neuen Athleten auf einmal in die Top 5 da reinspaziert oder so. Schwierig. Also das sind so gute Athleten, das ist so alles gesetzt und die wissen, was die machen und die bringen auch die Form und das sind die besten Profis der Welt. Gerade die offene Klasse, das ist die Königsklasse, das ist wie Formel 1. Also das kann man mit anderen Klassen nicht vergessen, weil vergleichen. Weil klar, die Classic-Physik, die gefällt mir mega gut, die Klasse. Also ich finde die super, wirklich. Gut, dass es die Klasse gibt und gut, dass es ins Leben gerufen wurde. Aber dann zwischen Classic-Physik und zum Beispiel 212 oder dann die offene Klasse, das sind nochmal echt Welten. Das sind dann teilweise noch 10, 15 Kilo mehr Muskeln auf die gleiche Größe. Ne? Wenn ihr gerne noch weitere Videos von mir sehen wollt, könnt ihr mich gerne auf dem YouTube-Kanal unterstützen, abonnieren. Und auch mit meinem Rabattcode Roland10 bei GN mich unterstützen. Vielen Dank. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und wenn es euch gefallen hat, sehen wir uns wieder beim nächsten Video.